herzlich willkommen zurück hier zu The Evil Wolf Inn. So ist mein letztes Mal stehen geblieben bei der guten Tatjana. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal wieder zurück. Bisschen unsere Wumme aufgebessert. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen mehr Muni tragen. Habe ich irgendwas vergessen? 600 Gel habe ich noch. Let's go. Keine Ahnung mehr, wo ich eigentlich bin. Mal raus hier. Ein Fläschchen. Hier geht ein Licht an. Kann ich das hier kaputt machen? Jupp. Komm, die Flasche nehme ich einfach mal mit. Wer weiß, für was sie gut ist. Und wir haben ja den Doc gehört in der letzten Folge. Was ist hier drin? Oh, grünes Gel. Oh, nochmal 500. Hier könnten wir uns verstecken. So, gehen wir mal gucken. Ab zum guten Doc. Ich glaube, das war hier in der Richtung. Ah, ne, es war oben. Ich erinnere mich. Wir gehen einfach mal oben lang. Mal gucken, was passiert. Ich hoffe, ich vergesse dann nichts und komme nochmal zurück. Das wäre auf jeden Fall nice. Komm, Sebastian, sprint mal. Sprint, du Sau. Hier haben wir auch noch ein paar Kisten. Oh, was ist das? Oh, ach, Digga. Ein Grenadchen, Granate. Die Stielhandgranate ist ein Relikt von vor 100 Jahren. Niemand weiß, wie sie in Privatbesitz gelangen konnte. Alles klar. Finde ich nice. Eine Handgranate, können wir die irgendwie... Warte mal, dann mache ich die. Mache ich dann dahin. Du dahin. So. Nochmal ein bisschen sortiert. Wer ist da? Nicht schießen! Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor. Marcelo Jimenez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Okay, ja, machen wir gleich. Wenn wir nur kurz hier ein bisschen umgucken. Er hat zwar gesagt leise, aber die Kisten müssen wir natürlich aufmachen. Wir brauchen diesen... Wo geht's denn da lang? Okay, hier geht's nur wieder raus. Das ist nichts. Und dann gucken wir mal. Wo ist er denn hin? Hallo, Doc. Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Mich auch. Die sind hier überall. Na klasse. Leslie ging durch dieses Tor. Na klasse. Super. Oh Gott. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Wenn Sie meinen... Was kann ich denn hier machen? Kann ich hier irgendwas machen? Warte mal. Ich kann hier leider nichts drücken. Das geht einfach nicht. Muss er sie weglocken, oder? Warte mal, hier kann ich kaputt machen, oder? Ah, abscheuliches Ding. Da ist eine Kurbel auf der Terrasse. Sie müssen sie betätigen, damit ich durch kann. Okay, jetzt. Gut, dann machen wir das Ganze mal. Ja, komm schon. Ja, komm. Let's go. Oh. So. Das haben wir. Das haben wir... Das Game leckt ein bisschen, finde ich. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. So, dann gehen wir mal raus. Wir müssen uns also. Hier! Hey! Hier drüben! Hier geht es lang! Boah, der Doc ist doch verrückt, Bruder! Der Alte geht dabei noch drauf. Das. Kollege Schnüschu, wo kommst du denn her? Bruder, wo kommen die her? Aua, scheiße. Warum ist er auf einmal hier drin? Nein, ich wollte... Na egal, jetzt... Was? Der hat eine Wumme? Was? Wieso hat der eine Wumme? Das ist aber nicht schön, Bruder, dass du hier einen Knarre hast. Oh, shit, man. So, jetzt kriegt er hier einen Fistfight. Scheiße. Ich bin richtig angeschlagen. Ja, Mann, der Typ hat einfach mal so eine Wumme. Da kennt er nämlich nichts. So, hast du irgendwas getroppt für mich? Eine Fackel. Na gut, ohne Spritze. Genau, was ich brauche, ey. Digga, jedes Mal muss ich die Spritze wieder auf die Taste legen. Total nervig.
Hast du irgendwas, Homie? Hätte ich mir aber denken können, dass wenn ich da unten aufmache, dass die hier reingestürmt kommen. War doch klar irgendwie, ne? So. Komme ich da irgendwie lang? Ich denke mal hier, ne? Ne, andere Seite. Warte mal. Warte mal. Hier müsste doch dann auf sein eigentlich. Aber da komme ich auch nicht hin. Einfach mal durchs Fenster. Einfach weil ich es kann. Man, da sind noch ein paar Fässer. Vielleicht gibt es hier irgendwas. Okay, kann ich leider nicht kaputt machen. Was ist das? Eine Akt? Eine Akt. Boah, wie konnte ich hier nochmal schleichen? Wie ging hier nochmal schleichen? Ach, hier. Oh, weil hier ist, glaube ich, einer drin, oder? Auf jeden Fall ist hier irgendwo einer aggro ein bisschen. Mo. Ja, ja, ist ja gut. Da ist eine Falle. Oh, oh. Oh, hat geklappt. Nice. Zwei davon. Was ist das? Schrott. Na toll. Das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Eine Spritze oder so wäre nicht schlecht. Das würde ich feiern. Ich verbrenne den lieber mal. Nicht, dass der Lümmel hier noch aufsteht. Nichts. Leider nicht. Okay, der ist doch nicht drin. Der ist draußen. Ist hier eine Falle? Ich habe immer Angst vor den Fallen, weil ich in den letzten Folgen die ganze Zeit durch irgendeine Falle gerannt bin. Wo ist dieser Lümmel? Da ist doch einer, sag ich ja. Oh, grünes Gel. Gib mal her. Dankeschön. 300. Jetzt haben wir schon wieder 1000. Unterm Bett. Oh, oh. Oh, okay. Alles klar. Die sind bewaffnet. Warum sind die bewaffnet? Bruder. Okay, Mama, komm. Raus hier, wir haben ja die Axt. Wo hat er die Axt jetzt hingepackt? Ach da. Guck mal her, den Klumbatsch. Guck mal, hier war doch noch was. Streichelte, ne? Was? Bäh. Ekelhaft, Mann. Ekelhaft, bisschen voller Blut. Wo ist die Alte hin? Wo ist die Alte hin? Okay, das hat geklappt. Mal nachladen hier, komm. Schön das Gehirn an der Wand verteilt. Lecker schmeckt. Oh, was? Hallo, was? Jetzt ist sie tot. Alter. Was ist los mit der Alten? Was willst du denn? Nein. Scheiße. Ich muss ein bisschen Abstand gewinnen von denen. Warte mal, ich kann es aber auch so machen. Ach nein, scheiße, hat nicht funktioniert. Kollege Schnüssel. Oh, Digga. Die Steuerung manchmal. Ja. Ciao. Oh, Alter, diese Typen, ne? Die sind so anders nervig. Und ich habe leider nur noch 7 Kugeln. Was soll denn das? Ein bisschen Money wäre nicht schlecht. So, der war hier. Okay, hier war mal. Wir haben wenigstens ein... Hallo? Halten? Ja, ich halte doch. Ich mein, jetzt. Okay, 13 haben wir. Wo ist der Typ? Das ist er. Er ist da drin. Noch ein Streichholz. Dankeschön. Kann ich die Kiste hier auch kaputt machen? Ja. Ach, ich erinnere mich. Ich habe das Game ja auch schon mal im Stream gesagt. Ich glaube, das ist dieser Typ. Dort findet man zwar die Qualenarmbrust, aber ich habe halt auch nur noch 7 Schuss. Das ist mein Problemo. Was ich habe. Gib mal her, die Fackel. Verschlossen. Okay. Ich bin doch hier aber reingekommen. Kann ich die Kiste kaputt machen? Ja, geht sogar. Nice.
Eine Flasche. Komm, hallo? Er geht denn aus dem Fenster jetzt? Mensch, Sebastian. Du Sportskanone. Sebastian ist so eine richtige Sportskanone. Oh. Guck mal einer an. Pistolenmuni, danke. Und grünes Gel. Wir haben schon wieder 1700. Natürlich werde ich nicht alles grünes Gel finden. Das ist völlig normal. Das geht eigentlich einfach nicht. Ach du dieser. Warum leckt denn dieses Game ab und zu? Ich würde gerne zurückgehen und langsam mal speichern wieder. Auf jeden Fall, warte mal. Geht das? Kann ich hier zurück? Ich glaube, hier war doch das Speichern, ne? Ja. So, vielleicht können wir dann auch noch ein bisschen skillen. Wenn es leckt, keine Ahnung, woran es liegt, ist wirklich sorry. Es kann daran sein, weil ich jetzt die Bitrate von OBS auf 25.000 hochgeknallt habe. Weil mir gesagt wurde, ich mache keine Qualität. Ich dachte, vielleicht ist das Bild ein bisschen verpixelt. Das Bild ein bisschen verpixelt. So. Mal gucken, kann sein, dass es daran halt liegt, dass OBS irgendwie rumspackt deswegen. Okay, wir haben Waffen. Was können wir machen? Kritisch, 3000. Genauigkeit, Magazinkapazität, nachladende Feuerrate. Fitness. Das ist alles so teuer. Granaten, Spritzen, Streichhölzer. Können wir 7 mitnehmen. Verringert die Zeit zu den abgegebenen für eine höhere Feuerrate. Nachladegeschirr, 500. Komm, machen wir einfach mal. Das machen wir einfach mal. Ich werde die Folge jetzt auch hier ein bisschen kürzer halten. Ich werde jetzt auch schon mal Schluss machen. Ach, was du nicht sagst. Ich bräuchte mal eine Therapiestunde. Haben Sie da? So. Dann machen wir hier. Speichere ich. Hallo, Bruder. So, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ein bisschen kürzer heute. Die nächste Folge wird dann wieder länger. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschö mit Ö.